Willkommen zurück. Wir sind in der Akademie. Und ja, witzigerweise hat Oliver eigentlich denselben Lehrer, den er schon mit 8 Jahren hatte. Fand ich etwas merkwürdig. Aber na gut. Können wir nochmal zurück? Ich dachte erst, dass man hier Oliver sieht, aber ich glaube, man hat wirklich immer nur den Blick Richtung von Oliver. Also das heißt, man weiß nie, wie er aussieht, und das ist einfach nur so ein Typ, der so in der Ecke steht. Der heißt Lionel Blackstone. Schaut nicht von seinem Telefon auf. Ja, Oliver, was? Ich bin nur herumgelaufen. Ah, okay. Hast du ein Lehrbuch? Ich habe meins vergessen. Das ist Lionel. Er vergisst immer seine Lehrnotizbücher zu Hause. Genau wie seine Federkehletinte, seine Magietafel, Frühstück, Ersatzschuhe, Straßenbekleidung und Geld. Oh. Das Einzige, was er nie vergisst, ist sein Telefon. Ich bin ein bisschen übertrieben. Okay, wir können also tatsächlich auch wieder hochgehen. Aber da ich immer noch nicht weiß, was für einen Trank ich brauche, gucke ich erstmal, ob ich da mit den anderen noch quatschen kann. Die ist doch hübsch. Quatsch mir die mal an. Die Mädchen sind so in ihr Gespräch vertieft, dass sie Oliver nicht bemerken. Zuhören. Oliver hört der Unterhaltung zu. Kim. Und du? Also hast du ihn zurückgewiesen? Sarah. Was hätte ich sonst tun sollen? Kim, ich verstehe dich nicht. Er ist ein Schriftsetzer in einer Druckerei. Was hätte ich ihm sagen sollen? Meine Schwester und ich sind vorbeigelaufen und haben gesehen, wie er dreckige Eimer herumgeschleppt hat. Er war ganz blass und blau, wie eine Leiche. Seine Hände waren voller Tinte. Ekelhaft. Mit ihm ausgehen? Hältst du mich für verrückt oder so? Ja, das stimmt natürlich, aber er tut mir trotzdem leid. Na dann, geh doch und tröste die. Na dann, geh doch und tröste das Weichei. Er weint vermutlich immer noch in sein Kissen nach der Unterhaltung gestern. Er ist so eine Heulsuse. Das ist irgendwie so ein bisschen auch Klischee von fiesen Tratschtanten in der Schule oder so. Ich habe nie im Leben Mädchen erlebt, die so über Jungs reden. Zumindest nicht welche, mit denen ich befreundet gewesen wäre. Und du bist so grausam, Sarah. Ich bin überrascht von dir. Seine Eltern saßen einst im Rat und seine Familie ist antiker als deine. Alles, was ihm widerfährt, ist bloß die Kombination furchtbarer Umstände. Er braucht deine Unterstützung, dein Mitgefühl und deine... Und meine was? Ich will einen normalen Typen, Kim. Einen normalen Typ. Keinen bürgerlichen. Jemand, der mir Geschenke machen kann. Blumen, Schmuck. Oh, Sarah. Oliver. Deswegen mag ich es nicht, Frauen im Reden zuzuhören. Sarah und Kim sind einfach nur widerwärtig. Kim ging ja eigentlich noch. Ich glaube, das Spiel will halt so ein bisschen weiter hervorheben, dieser krasse Unterschied in der Gesellschaft zwischen den Adligen und Bürgerlichen, vermute ich mal. Und dass das auch vor den Schülern und nicht Halt macht. Kann ich da in der Ecke noch was? Ne? Ich konnte doch ihren Hintern anklicken, ja. Schüler, flüstern. Ich habe Angst vor Prüfungen. Ich habe gestern die ganze Nacht in der Bücherei gesessen und jetzt erinnere ich mich an gar nichts mehr. Fall einfach nicht durch, diese verdammte Geographieprüfung. Bruce Lordner ist mal wieder aufgebrezelt. Was für ein idiotisches Outfit. Aber es sieht teuer aus. Ja, all ihre Sachen kosten vermutlich ein Vermögen. Ist interessant, das sieht alles da so ein bisschen wie so Schuluniform aus, aber stimmt, die Ruti hatte was ganz anderes, glaube ich, an. Ruths Kleidung erinnert mich an die Kleidung meiner Mutter. Sie kleidete sich auch so seltsam. Wer bist du denn? Oliver sieht einen seltsamen Typ mit einem Stift in der Hand, der die ganze Zeit etwas in sein Notizbuch auf seinem Schoß schreibt. Ich kenne ihn nicht, aber er scheint mich zu kennen.
Wir sind in derselben Klasse und ich sehe ihn immer in der Schule. So, ich könnte da hoch und ich kann da ins Klassenzimmer. Ich gehe da mal rein. Ah ja, das ist Mentor Grace. Gott. Muss der nicht schon in Rente oder so? Schön, wie er da die Kreide drin hat. Ich mag die Zeichnungen der Leute. Ahem, liebe Schüler, bitte beeilt euch und setzt euch hin. Der Unterricht hat begonnen. Sind alle anwesend? Es sieht so aus. Ich versuche gar nicht erst eine Altmannstimme nachzumachen. Schnell, Leute. Mitchell, hör auf, Kaugummi zu kauen. Schämst du dich nicht, das im Unterricht zu machen? Und hör auf zu grinsen. Setz dich hin. Ja, genau, sie hat was total anderes an. Oh, das habe ich jetzt weggeklickt. Shit. Sie hatte gemeint, irgendwas mit, das sieht so aus, als hätte Grace schlechte Laune und den Rest habe ich nicht mehr gesehen. Er ist kurz davor zu explodieren, vielleicht durch sein aufgeblasenes Ego. Ich weiß, dass es nicht gut ist, so über Professoren zu reden, aber Grace erscheint so bedauernswert. Lasst uns anfangen. Wir schauen uns mal um. Tafel ist auch krass voll gekritzelt. Alles ist, wie es sein sollte. Die besten Schüler sitzen vorne mit ihren Stiften in den Händen und bereit, alles aufzuschreiben, was der Professor sagt. Die anderen tun, was sie wollen. Ich wurde ja mal in die erste Reihe gesetzt, weil ich so viel geschwätzt habe. So viel zu. Die besten Schüler sitzen vorne. Nicht bei mir. Oliver schaut nach, was die Faulpelze in der hinteren Reihe machen. Die Schüler tratschen und lachen. Mitchell trinkt dreist rum aus einem kleinen Flachmann. Okay. Mitchell, den sieht man, glaube ich, aber da gar nicht, oder? Ist der das da hinten? Ja, es ist nicht, der hat lange Haare. Nee, wir beschweren uns nicht, wir drehen uns weg. Die blassen Strahlen der Augustsonne scheinen durch das Fenster. Grace leert. Ruth erzählt irgendetwas, aber du hörst nicht zu. Ihr nicht zu. Dann hören wir ausnahmsweise mal dem Lehrer zu. Oliver sieht ein, dass der Unterricht wichtiger ist als irgendein sinnloses Geplauder und beschließt, dem Professor zuzuhören. Oh, jetzt wird die Rolle ausgepackt. Hieß es, dass es damals begann. Davor war das Land geteilt, oder besser gesagt, es existierte als solches nicht. Es gibt eine alte Geschichte, die erzählt, wie all das passiert ist. Manche glauben, es wäre bloß eine Legende. Sei es wie es sei, es ist die ganze Aufzeichnung, die einzige Aufzeichnung, die wir von diesem Zeitalter haben. Die Augen. Glotz. Viele Leute bewohnten Leviathan. Ich sollte mich irgendwie mal einigen, ob ich das Deutsch oder Englisch ausspreche. Viele Leute bewohnten Leviathan. Sie waren alle gleich unzivilisiert. Während die Schwachen in den Grenzgebieten lebten, kämpften sich die starken Gruppierungen gegenseitig. Bekämpften sich die starken Gruppierungen gegenseitig. Der westliche Teil des Landes war fruchtbar und das diente als Stolperstein. Von unbedeutenden. Wo unbedeutende Lords sich gegenseitig abschlachteten. Jahrzehntelang wurde das Blut der Leute vergossen. Jahrhundertelang konnte niemand das Land erobern. Aber eines Tages an der westlichen Küste geschah es. Ein Feuerball vom Himmel, die Erde bebte. Alles in einer Explosion verbrannte. Sicher recht spannend, was der so erzählt, oder? Eine Welle glühend heißer Luft breitete sich meilenweit aus und tötete alles, was sich bewegte. Und als Millionen Leute starben, verendete auch ihr Konflikt und die Feindseligkeit. Der Westen war frei, aber nur die mutigsten und verzweifelsten Lords wagten sich hinaus zu diesem Ort, den man später das verbrannte Land nennen würde. Die Lords schlossen Frieden. Die Erde spie Feuer und stieß Hitze aus, als ob der gigantische, mystische Leviathan plötzlich Fieber hätte. Und so teilten sich einige Familien gewissermaßen das Land und legten den Grundstein für eine Regierung, die heute die mächtigsten auf dem gesamten Kontinent ist. Sofort nach der Vereinigung schickten die Lords Leute auf eine Expedition zur westlichen Küste. Kurz darauf fand sie das
fanden sie das verbrannte Tal, ein Ort, wo das Licht des Himmels herabschien. Im Zentrum des Tals ragt ein Turm aus der Landschaft empor, der aus schwarzem Metall gemacht wurde. Dort in der Nähe wanderte eine seltsame Kreatur. Der Boden unter den Füßen dieser Kreatur war vergiftet, mit Würmern infiziert, und ein fauliger Gestank erfüllte die Luft. Kommt das morgen in den Test? Kann man sich doch nicht alles merken. Die Lords setzten einen Militärrat zusammen. Sie beschlossen, die Kreatur zu töten. Im Morgengrauen zielten die Bogenschützen und fingen an zu schießen. Eine Wolke aus Pfeilen bedeckte den Himmel. Und doch wanderte die seltsame Kreatur weiter auf diesem Feld umher, als wäre sie immun. Bald starben die Bogenschützen, die auf die Kreatur geschossen hatten. Sie begannen zu verrotten und zu verbrennen. Sie gerieten in Panik. Die Armee verteilte sich in alle Richtungen, aber etwas war zu spät. Der Tod hatte sie erwischt. Keiner der Bogenschützen verließ das Feld lebendig. Die Adligen sahen zu, als ihre Armeen umkamen. Nachdem sie sich beraten hatten, nahmen die Ältesten eine Tasse und füllten sie mit ihrem eigenen Blut. Sie brachten die Tasse zu der Kreatur, die auf dem Feld umherwanderte, und ließen sich vor ihr auf die Knie fallen. Nachdem sie das Blut der Ältesten getrunken hatte, verschwand die Kreatur im Turm. Der Name der Kreatur, der unter den Lebenden Ehrfurcht und Schrecken verbreitet, wurde viele Jahre später erfunden. Und der Name lautet Plagenkönig. Okay, wir hatten ja schon gelernt, dass der Plagenkönig das Land regiert, oder? Ich dachte, das wäre jetzt einfach ein Mensch. Okay. Die Stadt Grøstheim wurde um den Turm herum gebaut und ist heute die Hauptstadt. Sie erstreckt sich etwa 30 Meilen an der Westküste entlang. Und Professor Grays Vortrag kommt Oliver unglaublich langweilig vor. Na gut, wenn man die Geschichte seines Landes kennt, vielleicht schon, aber ich fand das jetzt interessant. Was das hier für ein Gebiet ist und wie das alles entstanden ist. Na gut. Grace redet immer noch wie zuvor. Ruth legt ihr Telefon hin und fängt an, sich Notizen über den Vortrag zu machen. Es ist vermutlich am besten, sie nicht zu stören. Versuchen zu gehen, bitten, entschuldigt zu werden, im Unterricht schlafen. Na dann schlaf, wenn es so langweilig ist. Oliver legt seinen Kopf auf den Tisch und schläft ein. Du bist gewachsen, genau wie es das Schicksal vorausgesagt hat. Ihr Veterans seid alle gleich. Der Jägergeist in euch erwacht immer pünktlich. Er ist stark wie Stahl, aber wie durch ein Wunder seid ihr in der Lage, euren freien Willen zu behalten. Wer bist du? Wer spricht da? Ich stehe vor dir. Ich bin der Baum. Und von jetzt an wirst du mich immer der Baum nennen. Okay, ich glaube, das können wir tun. Das ist nicht so schwierig. Der Baum. Hast du Fragen, die du mir stellen willst? Frag. Wo sind wir? Was bedeutet das? Wo sind wir? Ich bin für, wo sind wir? Wo sind wir? Wo bin... Wahrscheinlich wollte er fragen, wo bin ich? Junger Bertrand, du bist im Land der Träume. Die Zeit vergeht hier nicht wie in der Außenwelt. Okay. Es ist noch ein Dämon. Was wollt ihr alle von mir? Nein, nein, nein. Ich bin kein Dämon, Oliver. Und meine Welt, diese Welt, ist frei von Abweichlern und vom Bösen. Okay. Was bedeutet das? Was passiert hier wirklich? Ich bin der Veteranbaum. Ich helfe deiner Familie seit hunderten von Jahren, um rein zu sein und um sie von dämonischem Verderben fernzuhalten. Was für ein Verderben? Es ist deine Familienaufgabe, Abweichler und Schurken zu bekämpfen. Und du, wie alle Veterans, solltest deinem vorbestimmten Schicksalspfad folgen. Aber man kann Schmutz nicht bekämpfen und selbst reinbleiben. Jeder wird verdorben.
Kannst du etwas genauer sein, Baum? Ich verstehe nicht. Du bist ein Vertran, ein Dämonenjäger, von Geburt an. Du musst so rein bleiben wie möglich. Nur 5 Schritte halten dich davor ab, in den Abgrund der Abweichung zu stürzen. 5 böse Taten. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass du starke Verbindungen zu der Welt der Abweichlern hast. Du benötigst besondere Aufsicht, junger Vertran. Junger Padawan. Ich werde dich jedes Mal warnen, wenn du einen Fehler begehst, und sei gewarnt, wenn du einen 5. Fehler begehst. Die Warnung verstanden. Ist angekommen. Wenn ich einen 5. Fehler begehe, habe ich denn schon 4 begangen? Dann wirst du zu einem der 3 Virgins, die sich der Abweichung hingegeben haben. Ich vermute ja fast, dass der Vater wahrscheinlich... Weil wir hatten ja bei dem Mord der Mutter einen Mann, also den jetzigen Vater von Oliver, diesen... wie hieß der Typ? Irgendwas mit Ostwurz oder so. Und diesen Schatten. Ich glaube fast, dass der Schatten dein Vater war, aber anscheinend nur noch ein Schatten, kein Mensch mehr oder so. Meine Theorie. Werde dich töten. Habe ich das zu Ende gelesen gehabt? Tut mir leid, falls nicht. Gerade mal wieder zu schnell geklickt. Hey, Moment mal, Baum. Hast du keine Angst, dass ich dich zuerst töte? Du kannst mich nicht töten. Es ist sowieso unwahrscheinlich, dass du mich töten musst, wenn du es versuchst. Wird es bloß deinen Grad der Abweichung erhöhen, mir nicht. Edna! Grad der Abweichung? Wie ist mein Grad der Abweichung jetzt? Dein Grad der Abweichung ist 0. Ich bin stolz auf deine Reinheit, junger Virgin. Sehr schön. Okay, das mit dem Dämon beschwören scheint nicht zu gelten. Ich fühle mich nicht wohl, Baum. Wenn das die Traumwelt ist, dann kann ich jederzeit aufwachen, richtig? Ja, du kannst aufwachen, wann immer du willst, Oliver Virgin. Sohn von Roger Virgin. Dann will ich aufwachen. Wie du wünschst. Wir trennen uns, aber nicht für lange. Von jetzt an werden wir uns immer sehen, wenn du einschläfst. Na super. Pass auf deinen Verstand auf, Oliver. Pass auf dich auf. Oliver wacht auf, als die Glocke läutet. Mr. Virgin, die Stunde ist vorbei. Waren Sie so müde, dass Sie es bevorzugt haben, einen Vortrag darüber, wie der erste Rat gegründet wurde, zu verschlafen? Auf keinen Fall, Professor. Ich könnte euren Vortrag Wort für Wort wiederholen. Kein Grund dazu, Mr. Virgin. Wie Sie sehen können, ist die Stunde vorbei und alle sind gegangen. Sie gehen jetzt auch. Okay, ihr habt alle noch eure Bücher offen. Eine Nachricht wurde in den Tisch geritzt. Leute, Dolph, Mitchell, Lionel und jeder, der mir Geld gegeben hat, lest. Ich habe die Antworten von dem alten Mann gestohlen und sie an einem geheimen Ort versteckt. Nicht am üblichen Ort, aber näher am Wasser. Ich habe ein Zeichen auf dem Felsen gemalt, damit ihr ihn nicht verfehlt. Schaut dort vorsichtig nach. P.S. Mitchell, du schuldest mir 17 Goldmünzen, du gieriger Bastard. Wenn du nicht zahlst, gibt es keine Antwort mehr und du bescheißt deine Freunde. Ah ja, also wenn ich es richtig verstehe, lässt sich da jemand für die richtigen Antworten in einem Test oder so Geld geben? Okay. Von hier aus kann ich nur einen Teil der Schrift sehen. Von außerhalb komplettiert den sogenannten Zyklus der 16 Elemente und so weiter. Den Zyklus des erweiterten Kreises. Ja. Praktisch die ganze Tafel wurde mit magischen Formeln, Bildern und unbegreiflichen Symbolen beschrieben. Grace hat wie gewöhnlich sich früh vorbereitet, indem er den morgigen Magieunterricht an die Tafel geschrieben hat. Okay, ich denke, das war's dann hier. Unterricht vorbei. Ich würde sagen, dann gehen wir auch nach draußen und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.